So groß auch das Repertoire eines Sängers, einer Sängerin ist, jeder von ihnen hat eine Lieblingsrolle. Und was die Lieblingsrolle nun ist, möchte ich heute Sie fragen, liebe gnädige Frau. Ja, das ist sehr leicht zu beantworten. Ich habe zwei Lieblingsrollen. Die eine ist natürlich die Marschallin im Rosenkavalier und die zweite ist die Fiordiligi in Mozarts Così fan tutte. Sie sagten eben natürlich. Verzeihen Sie, gnädige Frau, so natürlich finde ich es eigentlich nicht, denn Ihr Repertoire, soweit ich es kenne, bezieht ja noch eine ganze Reihe anderer Partien mit ein. Wie sind Sie eigentlich auf die Marschallin gekommen? Ach, ich habe ja sicherlich 60 oder 70 Partien in meinem Leben gesungen. Und nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch Italienisch und Englisch und Französisch. Und bin eigentlich durch Herbert von Karajan dazu gekommen, die Marschallin zu singen. Ich hatte immer die Sophie gesungen und er hat also plötzlich die Idee gehabt, ich sollte mal mit ihm die Marschallin machen. Und zwar in der Mailänder Scala. Und ich war also entsetzt über die Idee. Ich dachte, das kann ich im Leben nie zustande bringen, denn meine Stimme war meiner Meinung nach viel zu klein dazu. Ich habe mich dann sehr lange bemüht, wirklich die Partie erst einmal auch technisch zu beherrschen und in die Partie persönlich hineinzuwachsen. Das ist ja Ja, das ist ja das viel Entscheidendere und das viel Wichtigere für eine Lieblingsrolle. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Lieblingsrolle nur deshalb gibt, weil sie sich schön oder leicht singen lässt. Gerade bei Ihnen nicht. Nein, natürlich nicht. Aber Karajan hat ganz recht gehabt. Die Partie kommt meiner Person sehr entgegen. Und ich habe es also nicht so fürchterlich schwer gefunden, als ich dachte, den Ausdruck der Partie irgendwie zu bewältigen. Mir haben natürlich dabei sehr viele große Leute geholfen, große Künstler geholfen, Schauspieler geholfen und Dirigenten geholfen. Und verzeihen Sie, haben Sie irgendein Vorbild gehabt für die Marschallin? Nein, haben Sie nein, irgendwann nein, einmal hab ich, eine Marschallin nein. gesehen, die Sie irgendwie so erfüllt hat, dass Sie geglaubt haben, das möchte ich eigentlich auch einmal? Nein, nein, ich habe gar kein Vorbild gehabt. Ich habe mir die Partie durchgelesen und durchgespielt und durchgesungen. Und in der Partie ist ja wirklich alles drin, was eine Frau im mittleren Alter ausdrücken möchte. Da komme ich übrigens gleich auf die Fiordiligi, denn da ist nämlich alles drin, was eine Frau bis zum mittleren Alter ausdrücken möchte. Also deshalb beide Rollen als Lieblingsrollen. Wenn man die beide zusammen noch singen kann, dann ist das also eine himmlische Ergänzung. Und was Schöneres kann man sich nicht vorstellen. Die ergänzen sich übrigens auch technisch sehr gut, weil man sich von Strauss mit Mozart wieder erholen kann. Strauss nimmt ja wirklich die Stimme bis zum Letzten her, weil man eben so viel menschlichen und persönlichen Ausdruck geben muss, was ja eine Stimme immer sehr beansprucht. Während man, wenn man Mozart singt und wenn man die Fiordiligi singt, dann stellt man sich auf eine gewisse Technik für den Abend ein und bei der bleibt man und mit der kann man auch die ganze Partie durchsingen. Während man ja bei Strauss so viele Farben braucht und eine solche Palette von Farben zur Verfügung haben muss, das ist schon ein großes technisches Problem. Aber verzeihen Sie, Sie sprechen, was verständlich ist bei einer Sängerin, schon wieder von der Technik. Und ja, weil man ja natürlich den Ausdruck nicht bringen kann, ohne dass einem die Technik dafür zur Verfügung steht. Jeder Mensch kann sich den Ausdruck vorstellen und kann einen Ausdruck erleben oder eine Emotion haben oder sich vorstellen, wie etwas klingen müsste. Aber dass es dann wirklich so klingt, das ist halt ein langer Weg und das ist eine fürchterlich schwere Arbeit über Tage Jahre. Und Wochen und Jahre, Jahre, dass man das in die Kehle kriegt. Deswegen kann man auch eine Partie nie beim ersten Mal so beherrschen, wie man sie vielleicht dann nach 5, 6 Jahren singt. Und es ändert sich natürlich im Laufe vieler Vorstellungen auch eine Partie mit dem Menschen. Man kommt ja auch persönlich kommt man einer Partie im Laufe der Jahre viel näher, speziell der Marschallin. Ja, nun sagten Sie vorhin, Sie hätten auch mit Schauspielern gearbeitet und haben offensichtlich also diese Partie von jeder Seite her angepackt. Beleuchtet. Und beleuchtet. Ja. Und ich glaube, es ist bei dieser Rolle, die in der gesamten Opernliteratur irgendwo eine singuläre Rolle ist, für die es keine Vergleichsmöglichkeit gibt. Es ist eine der ergreifendsten, der rührendsten, aber auch der heitersten Opernfiguren überhaupt, die wohl je geschaffen worden sind. Und diese Rolle
kann ja wohl man nur, gerade wenn man Sängerin ist und Primärsängerin ist, in erster Linie auch nur durch eine schauspielerische Beteiligung, innere schauspielerische Beteiligung meistern und gestalten. Ja, wissen Sie, das Allererste ist eigentlich, und das ist ja auch beim Liedersingen der Fall, dass man sich von einer Partie oder einem Lied selbst ergreifen lässt. Ich möchte eigentlich nie ein Lied oder eine Partie singen, von der ich nicht zunächst mal beim ersten Kontakt ergriffen bin. Das wäre dann ein Routine-Singen oder Spielen. Und Routine ist ja für einen Künstler die schlimmste Strafe, die man sich vorstellen kann. Es passiert ja auch uns, dass man mal nicht so disponiert ist und dass man also eine Routinevorstellung geben muss. Und eine schlimmere Strafe für uns selbst gibt es gar nicht, als das Gefühl zu haben, heute habe ich eine Routinevorstellung gesungen oder einen Liederabend gegeben, das war Routine. Das ist, also da könnte man sich gleich umbringen. So schlimm ist das. Und deswegen, gehören, wenn man also die Marschallin zum ersten Mal sich anschaut, das, ja, man sitzt da und heult und na, das ergreift einen von oben bis unten, es ist halt herrlich. Und überhaupt, glaube ich, ist das Wichtige bei dieser Partie, dass ja jeder im Zuschauerraum das Gefühl hat, es geht ihn selbst persönlich an. Und überhaupt beim Rosenkavalier ist diese großartige Klugheit drinnen vom Dichter und vom Komponisten, dass für jeden Menschen im Zuschauerraum, ob er nun ein junger Mann, eine junge Frau, ein junges Mädel, eine ältere, eine alte, es ist für jeden ein ganz persönliches Sentiment drinnen und jeder merkt, das ist in meinem eigenen Leben auch drinnen. Ich gehe sogar noch weiter und glaube, sagen zu dürfen, dass es nicht nur Frauen sind, die diesen speziellen Charakter der Marschallin besonders stark empfinden, sondern dass es auch jeder ist, also auch ein Mann, der sich gerade von dieser Figur der Marschallin in diesem Sinne des Abschieds begreifen lässt. Der Rosenkavalier ist überhaupt die Oper des großen Abschieds geworden, denn eine Zeit ging damit zu Ende, musikalisch und in jeder Weise. Ja. Und das ist ja das, was uns die Marschallin heute so besonders nahe gebracht hat und nahe bringt. Nun habe ich natürlich das Glück gehabt, noch Viorica Ursuleak als Marschallin zu hören. Ich habe nie Lotte Lehmann als Marschallin gehört. Ich habe, oder gesehen, sagen wir, ich habe ihre Platten natürlich genau angehört. Und ich habe sie selbst zu meiner größten Freude kennengelernt. Und da muss ich Ihnen erzählen, ich habe mein Operndebüt in Amerika mit der Marschallin gemacht. Und zwar in San Francisco, wo ja Lotte Lehmann ihre letzte Marschallin gesungen hat. Und wo also jede Nuance und jede Bewegung und jeder Atemzug und jede, wie sie geschminkt waren, alles ist also da noch heilig. Und als ich also auf dieselbe Bühne als Marschallin gehen musste, war ich natürlich sehr, sehr gehemmt und ängstlich und es war schrecklich. Und war Lotte Lehmann selbst da? Nein, sie war nicht da. Sie lebt ja in Santa Barbara, das ist 2 Flugstunden weg, aber eine halbe Stunde vor der Vorstellung kommt ein spezieller Bote und bringt mir einen bronzenen Schornsteinfeger, das mit einem speziellen, sehr, sehr schönen Brief von Lotte Lehmann, um mir Glück zu wünschen für diese Partie. Sie hatte also wohl Platten von mir schon gehört und hat auch einmal einen Liederabend von mir gehört und war nun also der Meinung, dass sie mir in der Partie Glück wünschen müsste. Und das hat mir also wirklich geholfen, fand ich eine solche rührende Geste von einer so großen Künstlerin, wie sie einem nicht bald wieder vorkommt im Leben. Das glaube ich auch. Und ich glaube vor allen Dingen auch eines, gerade in Amerika mit dieser Partie. Haben Sie sie drüben Deutsch oder Englisch gesungen? Deutsch natürlich. Man singt ja drüben alles in der Originalsprache. Im Gegensatz zu England, wo man gerne... In England singt man alles Englisch und das ist halt leider schrecklich. Ich habe ja dort drüben auch die Sophie oft Englisch gesungen. Und das, wissen Sie, jede Sprache... Es tut weh. Jede Sprache hat ja einen bestimmten Klang. Und jede Sprache erzeugt eine bestimmte Technik. Und man kann zum Beispiel auch eine italienische Oper nicht auf Englisch singen. Das ist halt technisch ganz anders. Also jedenfalls bin ich jetzt so weit, dass ich sie überall doch Deutsch singen werde. Auch in Covent Garden demnächst. Auch in Covent Garden. Ja. Aber wo haben Sie sie schon überall gesungen? Na, ich habe sie also zum ersten Mal an der Mile in der Scala gesungen und dann, wie gesagt, in Amerika. Und habe sie auch mit Herbert von Karajan aufgenommen. Und da lernt man natürlich eine Partie beinahe noch genauer kennen als jemals auf der Darf Bühne. Darf ich die indiskrete Frage stellen, Frau? Wie lange haben Sie zu dieser Aufnahme gebraucht? Zu der Aufnahme brauchten wir 14 Tage. Ich glaube nämlich, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist. Die wenigsten Zuschauer und die wenigsten Zuhörer einer Platte können sich eine Vorstellung machen, was es bedeutet, eine gesamte, komplette Oper, die normalerweise etwas über drei Stunden dauert,
auf Platten aufzunehmen. Und wenn Sie nun sagen 14 Tage, so glaube ich, ist das ein sehr wesentliches Moment, was auch unterstreicht, wie intensiv hier gearbeitet worden ist. Oh, das. Platten aufnehmen ist das Schwerste, was es überhaupt gibt. Denn man will ja etwas dalassen auf Platten, etwas, was bleibt. Und es soll ja der endgültige Ausdruck gefunden werden. Und manchmal nimmt man eine Szene und eine Phrase 20, 30 Mal auf. Und trotzdem muss ich über Tage und hier in diesem Fall sogar über 14 Tage der große Bogen spannen. Oh ja. Aber Herr Doktor, jetzt haben wir dauernd von der Lieblingsrolle gesprochen. Wir haben nie davon gesprochen, von meiner anderen Lieblingsrolle. Und das ist die als Liedersängerin. Nun ja. Ja, Sie wissen, dass ich mir zur besonderen Aufgabe gestellt habe, nicht nur hier in Europa, sondern auch in Amerika, die Lieder von Hugo Wolf mehr bekannt zu machen, als sie bis jetzt noch bekannt sind. Man kann ja nun Hugo Wolf Lieder nicht in einer Übersetzung singen, sondern muss sie wegen der wunderbaren Texte in der deutschen Sprache singen. Und das ist im Ausland nicht immer leicht, denn die Texte sind ja auch fürs deutsche Publikum oft schwer verständlich, wenn man zum Beispiel ans spanische Liederbuch denkt und so weiter. Und das also ist nun eigentlich mein Spezialgebiet. Wollen Sie ein Lied hören? Sehr gerne. Und was? Ja, Goethe, Hugo Wolf, Mignon. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Und begleitet wird Elisabeth Schwarzkopf von Professor Hermann Reuter. Stehen und sehen dich an. Was
Don't.